Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report und heute fahren wir mit Abellio in einem Lind von Erfurt nach Magdeburg. Den ersten Teil bis Sangerhausen schauen wir uns dabei nicht so genau an, denn den haben wir ja schon im eigenen Video gesehen. Und wir schauen uns aber erstmal die Einfahrt meines Zuges hier im Erfurter Hauptbahnhof an. Ja, der Zug war zu Beginn sehr, sehr voll. Ihr habt es auch gesehen bei der Einfahrt, ein extrem voller Zug angekommen. Und genauso voll war er dann beim Weiterfahren. Dann wurde aber noch ein zweiter Teil angehängt. Da hatte ich jetzt schon meinen Platz hier im ersten Teil, der dann natürlich deutlich voller war. Aber habe dann meinen Platz gehabt, also alles in Ordnung. Und dann ging es eben los, wie gesagt, über die gleiche Strecke, die wir schon mal gesehen haben. Deswegen jetzt hier schon der Bahnhof Sömmerda, der wichtigste Zwischenhalt, mit Blick auf die Bahnstrecke von Straßfurt in Richtung Großheringen, die ja auch nur noch teilweise bedient wird. Und ja, hier noch ein bisschen die Landschaft dieser Strecke eben. Hauptsächlich Felder, eher flache, leicht hügelige Region, die wir hier durchfahren. Hier durchfahren wir gerade den Bahnhof von Heldrungen und erreichen dann den Bahnhof von der Bredleben, wo ein Abzweig von Sondershausen bestand und in Richtung Naumburg, beides nicht mehr in Betrieb. Und kurz dahinter treffen wir dann nochmal auf eine Strecke aus Naumburg kommend. Die existiert noch, ist allerdings leider auch nicht mehr in Betrieb. In Artern gibt es dann nochmal einen ehemaligen Anschluss von Berger Kelbra kommend und dann erreichen wir entsprechend Sangerhausen. Und von dort aus geht es dann nun über eine hier im Video noch nicht bekannte Bahnstrecke weiter. Hier haben wir jetzt den Bahnhof Sangerhausen erreicht, fahren jetzt ein kurzes Stück auf der Bahnstrecke in Richtung Halle, haben dort auch einen Tunnel, nämlich den 875 Meter langen Blankenheimer Tunnel und direkt dahinter verlassen wir dann schon wieder die Bahnstrecke und wechseln auf die Bahnstrecke Berlin-Blankenheim. Eigentlich eine große und wichtige Bahnstrecke, allerdings tatsächlich auch nur noch in Abschnitten in Betrieb. Also es gibt hier keine direkte Verbindung in Richtung Berlin, weder Güter- noch Personenverkehr, denn Zwischenabschnitte sind tatsächlich stillgelegt. Und zwar der Abschnitt von Wiesenburg in Richtung Barby und dann eben auch der Abschnitt von Kalbe in Richtung Güsten. Also dieser gesamte Abschnitt da leider nicht mehr in Betrieb. Direkt am Anfang der Strecke erreichen wir Klostermannsfeld mit gleich zwei Bahnbesonderheiten. Einmal fährt hier die berühmte Wipperliese, bis vor kurzem noch mit einem Esslinger Triebwagen gefahren, inzwischen leider nur noch mit einer Baureihe 628. Und die elektrische Kleinbahn Mansfeld bzw. Mansfelder Bergwerksbahn, die sind auch noch hier in der Region unterwegs, also bahntechnisch eine sehr spannende Region. Wir bleiben heute aber im Zug, fahren jetzt weiter in Richtung Hettstedt und Sandersleben. In Sandersleben gibt es dann auch nochmal Anschlussmöglichkeiten und zwar in Richtung Halle und nach Aschersleben. Das Ganze ist also ein Keilbahnhof. Ja, davor und danach haben wir immer mal wieder Abschnitte, wo wir wirklich sehr langsam unterwegs sind, also richtige Langsamfahrstellen, insbesondere an Brücken, die dann eben scheinbar nicht mehr im besten Zustand sind. Und ja, man sieht hier gerade große Bauarbeiten an der Strecke von Sandersleben in Richtung Halle. Da war also zurzeit Schienenersatzverkehr ganz klar zu sehen, die Gleise neu gemacht. Und hier erreichen wir dann den Bahnhof von Sandersleben. Auch danach wieder Langsamfahrstellen, scheinbar durchaus in die Jahre gekommene Brücken, die wir hier mit fast Schrittgeschwindigkeit überfahren. Also gehe ich mal davon aus, dass auch hier bald größere Bauarbeiten notwendig sind. Ja, dann geht es weiter nach Güsten. Güsten auch ein großer, wichtiger Bahnhof mit vielen Anschlussmöglichkeiten. Zum einen in Richtung Aschersleben noch einmal, aber auch in Richtung Bernburg. Und eben früher führte hier die Bahnstrecke, auf der wir aktuell unterwegs sind, auch noch weiter in Richtung Kalbe an der Saale und weiter nach Berlin. Wir verlassen aber in Güsten diese Bahnstrecke und wechseln auf die Bahnstrecke Schönebeck-Güsten. Ja, das ist generell eine Region hier mit sehr, sehr vielen Bahnstrecken. Ein Großteil davon leider, wie üblich, leider eben nicht mehr in Betrieb, aber durchaus noch einige Bahnstrecken hier zu finden. Ein paar davon habe ich euch auch schon gezeigt. Natürlich auch die weiteren Bahnstrecken stehen noch auf der Liste. Kann ich euch hoffentlich bald auch noch zeigen.
Ja, jetzt war der Zug auch inzwischen nicht mehr ganz so voll, dass wir dann gleich auch mal etwas besser reinhören können, wie denn unser Zug so klingt. Und das machen wir hier am Bahnhof Staßfurt. Ja, und hier erreichen wir dann schon die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Halle, sind somit wieder auf der Hauptbahn angelangt. Das Ganze in Schönebeck an der Elbe. Und von dort aus geht es dann jetzt eben zum Magdeburger Hauptbahnhof, wo dann natürlich wichtige Anschlüsse in alle möglichen Richtungen, wie zum Beispiel Berlin oder auch Richtung Hannover, bestehen, natürlich auch Anschluss an den Fernverkehr. Wir haben noch ein paar Stops zwischendrin, wobei wir da als Regionalexpress natürlich nicht an allen Stationen halten, da ja hier auch die S-Bahn unterwegs ist. Und hier erreichen wir dann nun den Magdeburger Hauptbahnhof. Und damit endet dieses Video dann auch schon. Hier geht es dann für mich weiter mit einem Regionalexpress in Richtung Berlin, also mit dem D0 HC der ODEC. Das haben wir schon in mehreren Videos gesehen, deswegen wird es beim nächsten Video dann an anderer Stelle, nämlich in Berlin, weitergehen. Das war es erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.